Eine Schwangerschaft ist eine magische Zeit. Guten Morgen. Ein neuer Tag beginnt. Ich habe heute eine Menge zu tun. Alice macht immer alles allein. Eine Schwangerschaft ist kein Grund, seinen Lebensstil zu ändern. Also, ich habe das Bett gemacht. Jetzt mache ich die Wäsche. Oh, ich habe mein Kleid fallen lassen. Jetzt muss ich mich umziehen. Oh, das Kleid ist zu eng. Die arme Alice braucht eine Pause. Sie ist jetzt schon geschafft. Oh, das Smartphone. Wo ist es? Hallo? Oh, zu spät. Es ist anders, wenn man reich ist. Teure Augenpads am Morgen, damit meine Augen strahlen. Frisch gepresster Saft? Vitamine sind genau das, was ein schwangerer Körper braucht. Jetzt kann ich mich umziehen. Aber ganz in Ruhe. Es ist schön, so viele Helfer zu haben. Ich muss nicht einmal aufstehen. Alle Hausaufgaben sind erledigt. Jetzt kann ich lesen. Alice liebt Bücher. Dadurch vergisst sie ihre Probleme. Hm? Oh, was ist das? Manchmal verstecken sich auch Überraschungen im Buch. Ein Lotterieticket? Wow. Eins, zwei, drei. Ich habe den Hauptpreis gewonnen. Wow, ein Kinderwagen. Yes. Perfekt. Jetzt brauche ich keinen mehr kaufen. Hm. Aber es fehlt noch was. Alice will etwas basteln. Warum viel bezahlen, wenn man eine tolle Rasse herstellen kann? Wie süß. Baby, du wirst dich sowas von freuen. Ich werde erstmal das Zimmer verschönern. Alles im Zimmer des reichen Babys muss erstklassig sein. Goldene Spielsachen? Immer her damit. Diamantkaufspielzeuge? Die nehme ich auch. Das Baby muss im Luxus leben. Oh, ich brauche noch was. Ein Anruf löst das Problem. Dieser Kinderwagen ist super. Oder soll ich noch ein paar Diamanten hinzufügen? Ich weiß nicht so recht. Alice geht spazieren. Oh, pass lieber auf dein Smartphone auf. Ist es kaputt? Puh, nein. Alice mag tollpatschig sein, aber sie ist nicht dumm. Sie hat einfach eine Schnur um ihr Handgelenk gebunden. Barbara hat das gleiche Problem. Ja, reiche Mädchen sind auch tollpatschig. Hallo? Ja. Was für ein Tag. Aber das ist okay, denn Barbara hat ein neues Smartphone. Wo waren wir stehen geblieben? Und wenn es runterfällt, nimmt sie ein neues. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Sie hat genug Geld. Wenn man schwanger ist, muss man den Bauch nicht einziehen. Und je größer der Bauch ist, desto entspannter ist es. Aber die Klamotten passen nicht mehr. Ups, das Shirt kann ich vergessen. Ja, kein Wunder, bei diesem Bauch. Aber woher soll ich ein neues Outfit bekommen? Warum Geld für Klamotten ausgeben, wenn man Vorhänge im Haus hat? Ich schneide ein Stück ab. Ein Herz, wie süß. Dann nähe ich es auf das Kleid. Wusch, und schon bin ich fertig. Warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Barbara hat auch Probleme mit ihren Klamotten. Ihre Klamotten passen nicht mehr. Das kann ich alles nicht mehr anziehen. Wie wär's mit dieser Bluse? Die passt auch nicht. Also brauche ich dringend neue Klamotten. Ein Anruf genügt. Und schon bekommt sie ihre Designer-Klamotten. Hier ist die Lieferung. Wow, so viele Tüten. Jeder liebt schöne Outfits. Da bekommt jedes Mädchen gute Laune. Heute habe ich frei. Ich würde gern vor dem Fernseher relaxen. Aber ich habe ja keinen. Ich nutze meine Fantasie. Das Fenster ist genauso gut wie ein Fernseher. Manchmal spielt sich so viel Drama ab. Das ist so spannend. Pass auf, schlag ihn. Steh nicht einfach so da. Küss sie. Na los.
Oh, da steht jemand am Fenster. Komm. Ups. Ich glaube, sie haben mich gesehen. Peinlich. Barbara schaut sich lieber Videos auf YouTube an. Hier gibt es so viele tolle Videos. Wow, es gibt ein neues Video auf ihrem Lieblingskanal. Aber die Story ist irgendwie langweilig. Sogar das Baby strampelt. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Hallo, Tum Tum? Mein Baby mag das Video nicht. Ihr müsst das Ende ändern. Die Schauspieler sind bereits hier. Also, kein Streit. Am Ende müsst ihr euch vertragen. Sie hat sogar ihr eigenes Drehbuch geschrieben. So eine Handlung wollen sie zwar nicht. Aber sie streiten sich lieber nicht mit einem schwangeren Mädchen. Mehr Freude und Umarmungen. Melissa, umarme Sally. Ja, perfekt. Baby, du magst es, oder? Jetzt schaue ich mir das Video weiter an. Ich bin gespannt, was es wird. Bekomme ich einen Jungen oder ein Mädchen? Mit der modernen Medizin ist es einfach, das rauszufinden. Aber ich habe kein Geld für einen Ultraschall. Aber ich erinnere mich, was meine Großmutter sagte. Nimm ein Glas Wasser. Und einen Stift. Und ein Stück Papier. Man kann mit traditionellen Methoden rausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Stell das Glas auf die Fensterbank und lass zwei Zettel hineinfallen. Ein Junge und ein Mädchen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Und wenn ihr genug Geduld habt, bekommt ihr die Antwort. Ja, ein Mädchen. Ich wusste es. Während der Schwangerschaft sind Mädels total emotional. Helft mir, mir geht's nicht gut. Es tauchen sofort ihre privaten Ärztinnen auf und helfen ihr. Ihrem Herzen geht es gut. Alle Reflexe sind normal. Dem Baby geht es gut. Wir müssen sie weiter untersuchen. Keine Ärztin wird das Haus verlassen, bevor sie nicht vollständig untersucht wurde. Gute Nachrichten. Du bist vollkommen gesund. Das ist während der Schwangerschaft ganz normal. Viele Mädchen sind zu emotional. Da bin ich beruhigt. Ein Glück. Während der Schwangerschaft schwellen auch die Füße an. Oh je, ich muss meine Schuhe ausziehen. Alice hat es kaum ins Bett geschafft. Ich werde mich erstmal hinlegen und meine Füße schonen. Aber diese Methode funktioniert nicht. Was soll ich dann tun? Ich könnte meine Füße gegen die Wand stützen. Das ist nicht die angenehmste Übung, aber es funktioniert. Barbara geht kaum noch zu Fuß. Wozu auch? Aber sie bekommt auch geschwollene Füße. Oh, wann wird das endlich aufhören? Nach der Massagesitzung. Meine Füße tun mir weh. Bitte hilf mir. Der Masseur knetet Barbaras Füße. Auf Wiedersehen, Schwellung. Das tut gut. Jetzt kann ich schlafen. Jedes schwangere Mädchen sollte einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen. Barbara hat lange gebraucht, um den Besten auszusuchen. Und sie hat sie gefunden. Diese Kursleiterin erklärt alles ganz genau. Ist es einfach, die Windeln zu wechseln? Und sie beantwortet alle Fragen. Sie wird mir alles erzählen. Wie man das Baby beruhigt, wie man es füttert und wie man es richtig ins Bett bringt. Außerdem spricht sie laut. Was ein klarer Vorteil ist. Bye-bye. Immerhin kann jemand hinter der Tür zuhören. Jemand, der nicht genug Geld für einen Kurs hat. Oh, ich glaube, da kommt jemand. Ich verschwinde. Wir sehen uns auf der Entbindungsstation. Wie fandet ihr unsere neue Schwangerschaftsgeschichte? Schreibt uns, welche Mutter ihr besser fandet. Wir freuen uns über eure Kommentare. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!